Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, das ich heute auf unserer Partner einmal hier, jetzt einmal die Let's Play Map und die Tutorial Map und hier eine andere Map und hier noch eine andere Map für das Schild. Ja, gehen wir in die letzte Welt rein. So. Game Mode gewechselt, leckt erstmal schön. Ich hoffe, das leckt bei euch nicht zu viel, aber was ich heute zeigen möchte, ist diese kleine Tür hier. So auf. Und wieder. So. Einmal in dieser horizontalen, vertikalen Version und einmal hier in der horizontalen Version, die ich hier öffne. Weil diese horizontale Version einfacher ist, dann werde ich damit beginnen. So. Dazu braucht man Material, Stein, man braucht Sticky Pistons, man braucht Redstone, irgendwas was auslöst, ich nehme in diesem Fall einen Schalter, und jetzt verpacken wir den Redstone wieder. So, was machen wir hier, damit der Timer 2 fällt? Wir setzen hier so Pistons. Ich baue es auch hier in der horizontalen Version zuerst, weil man das da besser erklären kann. So. Hier kommen die Steine hin, die wir rausgefahren haben wollen. Und jetzt ist eigentlich auch relativ einfach noch. Wenn ich hier so. Solche. Peter und einen Blöcken dran. Brauche ich schon mal weiter. So. Ja, da. Da. Finde ich das Ganze mal so in Redstone. Das ist jetzt noch nicht fertig. Das Ganze braucht noch. Wenn ich jetzt den Schalter dran mache, dürfte das absolut nicht gehen. Ich muss den hier in diesem Fall. Ich mache den mal hier so. So. Fährt zwar aus, aber jetzt auch nur halb. Vielleicht irgendjemand aufgefallen ist. Das Ganze kann man lösen. Wenn ich einfach noch so einen Peter reinsetzt, dann halt nachher auch dann das Display anpassen. Aber wenn ich den einzeln lasse, auffallen, dass die nicht mit reingezogen werden. Ja. Nee. So, also ich muss den Peter noch umsetzen, weil. Ich doch überlegt, also wir müssen doch alle sofort sein. So wie Peter hier Aufstellung 3 oder 4, bin gar nicht sicher. Die 3 reicht. So, das ist das Ganze. Nein. Ganz einfach. Es ist ganz einfach so. Die Technik dahinter ist einfach daran. Ihr müsst euch vorstellen, diese Pisten sind ja hier einmal und dann kommt der oben drauf. Das Ganze muss so getimt sein, dass die beiden gleichzeitig ausfahren. Danach kommt der hier. Aber dann muss der vor dem einfahren. Das Ganze macht diese Schaltung halt. Das stört ja auch nicht, wenn das Signal schon zuerst hier da ist. Wenn das Signal schon aufgegeben wurde, ausgefahren ist, die fährt direkt so aus. Deshalb ein da. Und dann zwei Ticks später müssen wir auslösen bzw. entauslösen. Also zurückziehen und dann ist das halt der Eigentum. Das ist meine Bauweise von der horizontalen Version. Jetzt kommen wir zur vertikalen Version. Ist im Prinzip eigentlich genauso, nur vom Bauen her ist die deutlich schwieriger.
Und es gibt eine Version mit Bug und eine ohne Bug. Und ich werde heute die mit und sowohl als auch die ohne Bug zeigen. Ich reiße einmal jetzt hier das Dach auf, damit ihr da mal reingehen könnt in die Schaltung. Ich sage mal, ich brauche das eben Haus eh komplett anders. Weil, das kann manchmal natürlich sein, dass ich nicht ins Bauen kann. Ich baue einfach so. Ich weiß nicht, wie es funktionieren muss. Das heißt, wie das auch das Video schon gesagt habe, macht dieses Video, um euch, um die Let's Play gemacht viel zu zeigen, weil ich habe ja schon fertig gebaut. So, die andere Seite ist eigentlich identisch dazu aufgebaut. Außer, dass hier halt keine Strähne mehr gibt. Und es ist dann woanders kommt. So. Habe ich hier einen schönen Tag Platz. Mache hier erstmal hier so, dann vor halt da so, also da nochmal so, da, da, das Ganze halt eben in Holzreihe machen wir jetzt vertikal. Um die ganzen Dinger zu powern, muss ich die Steine jetzt mal setzen, da, stellen. Ganz noch eine andere Seite, symmetrisch dazu, normal. So. Wenn ich jetzt da eine Fackel von setze, dann halt alle hier rausgefahren. Ist ja ganz logisch. Ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht. Ich glaube, das wird auch irgendwie ein bisschen auf den Bug, dass die alle hier ausfahren. Bin mir nicht sicher. So. Wir brauchen da und da brauchen wir Fackeln. Okay, eine Seite braucht eine Fackel. Okay, ich zeige euch doch. Ich zeige euch doch eine ungebackte Version. Ich würde auch sagen, dass alles heute ein bisschen durcheinander vorkommt. Ich sage, kommt mir selbst auch so vor. Und falls ihr es nicht versteht, einfach fragen. So, wir wollen das jetzt hier so hoch. Dass wenn die jetzt ausgefahren sind, dass dann das jetzt dann hier über dem ist, dann geht direkt einer nach hinten. Jetzt hier einen wieder reinsetzen. Und das Ganze dann auch wieder nach hinten setzen, weil ich mich verplant habe. Ja. Immer toll. Ich habe gesagt, ich brauche es wahrscheinlich jetzt anders als da hinten. Einfach aus dem Grund, dass ich das jedes Mal gleich anders baue. Weil ich kriege einfach nicht hin, das jedes Mal gleich zu bauen. Für manche Sachen schon, manche halt nicht. Ich baue hier schon mal einen Schalter hin, der ein zur hinten ist. Ja. Den lasse ich mit einem Repeater hier reinführen. Dann wird das Fackel gepowert und so oben, so ist. Ach nee, Entschuldigung. Das ist gar nicht so, wie ich das hier gemacht habe. Ich bin einfach nur doch sehr verplant heute mal. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt nicht zu übel. So. Da muss das reinführen. Ich hoffe, ich nutze zumindest. Ich glaube, ich habe schon wieder den Power. So, wow, toll. Ist ja so besonders. So, jetzt habe ich es mal richtig. Das muss mir etwa so aussehen. Wenn ihr das noch nicht schick haben wollt, später drin müsst ihr das so setzen. Das wird aber, werdet ihr jetzt, obwohl ich kann es euch erstmal zeigen. Da ist es jetzt nicht so tief wie halt hier so beim Durchgang direkt. Wann später dann hier so sein? Kann es halt auch noch die Sache kleiden, als das jetzt so macht. So. Und jetzt schon die halbe Mitte getan. Jetzt baue ich nämlich aber so und die dann zu dran sitzen. Ja, das, was ich jetzt mache, ist zeitgültig, allerdings baue ich das immer so. Mit falls noch irgendwas irgendwann so ändert, dass nicht mehr so gebackt sind, dass es noch zu funktioniert. Also zwei Fackeln da und drunter, da wo halt die Pistons überfahren dann. So, das Ganze power ich in den einmal da so reinlege und ein anderes Mal da so reinlege. Um dann hier noch andere Seite da hochzukommen. Das ist dahin. Und
kann ich das da rausnehmen. Da. Also kann ich jetzt hier den Ton wieder zumachen. Das ist wunderbar. Dann muss ich dann hier oben, das ist glaube ich nicht die Möglichkeit, nee. Oben muss auch zwei verzögert sein, weil unten ein Fackel nochmal einklickt. Und dann müssen, der hier muss auf volles Delay, also zwei später halt als die. Und der hat ja schon zwei später, glaube ich, sind nur auf Delay 2. Jetzt sollte das Ganze hoffentlich funktionieren. Fällt raus, fällt wieder ein. So, das Ganze kann halt auf nur eine Seite bauen und ist das ein kleiner. Ich hoffe, die Story war jetzt nicht allzu durcheinander und ihr habt einiges verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das Video nochmal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.